große Pro7 Game Show Marathon. Heute das erste Halbfinale. Begrüßen Sie den Gastgeber und Spielleiter, Oliver Pocher. Und hier ist Wetten, dass Moderator Thomas Gottschalk. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so irgendjemand Shows moderiert mit so einem Outfit. Glaubst du nicht? Das sieht so aus. Also ich auch noch sowas mit Gästen, die dann wieder schnell verschwinden müssen und wetten und sowas. Wetten könnte man zum Beispiel machen, aber auch nicht nur im Studio, sondern auch draußen. Ja, das wäre super. Und da könnte man zum Beispiel Leute veräppeln und dann verklagt werden. Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass sowas jemals passiert. Und wenn, würde ich da maximal 6.000 für zahlen. Also, meine Damen und Herren, wir sind hier im Halbfinale vom Gameshow-Marathon. Und zwei Leute haben es geschafft, heute hier gegeneinander anzutreten in einer großartigen Gameshow, die wir gleich für Sie enthüllen werden. Hier sehen wir nochmal das Schema, wie es momentan aussieht. Und zwar sind das heute Sonja und Hennis, die gegeneinander spielen werden. Und nächste Woche dann Hella und die. Gülcan und Kai sind leider schon draußen, aber so ist das. Nur einer kann Gameshow-Champion werden und diesen Pokal gewinnen. Und das ist nämlich unser Pro7-Gameshow-Marathon-Pokal, die heißbegehrteste Trophäe. Direkt noch vor dem Echo, möchte ich schon mal sagen. Fantastisch. Fantastisch. Wir haben da schon Anfragen aus Übersee, aber der bleibt in unseren Händen und den kann definitiv nur einer unserer Kandidaten mit nach Hause nehmen. Ja, das ist korrekt. Ja, dann wissen Sie überhaupt, was wir heute spielen, Herr Pocher? Heute? Ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe wirklich diese Woche wieder mächtig viel zu tun gehabt. Was hast du gemacht? Ich war bei Liebe ist, dem Single-Promi-Dinner. Ja, ja. Und dann habe ich auch noch Galileo zwei Extras abgedreht. Ah, okay. Ja, gut. Ja, ich habe auch probiert, die Zeit zwischen jetzt und Wetten, dass ein bisschen zu nutzen. Ja. Habe mich wirklich ein bisschen vorbereitet, muss ich sagen. Ich gebe dir den Tipp, also du wirst es sofort erraten. Warte okay. Mal. Was? Ja. Aua, was soll denn der Scheiß? So machst du Macke oder was irgendwie? Aua, was soll denn der Kacke? Sag mal, ist das kloppt oder was? Das ist der Tipp, du Horst. Ja, was ist das für ein Tipp? Du schlägst mich hier oder was? Ich nicht so, was bist du bescheuert? Kloppt, Alter, du kannst mir am Arsch schlägen. Jetzt hör mal auf. Na, komm doch her. Jetzt mal auf, Alter. Oh, Alter, ich will dich. Hier geblieben. Was ist los mit euch? Habt ihr euch mit dem Hammer geföhnt heute Morgen oder so? Olli, pass mal auf. Nee, Quatsch. Olli, pass mal auf. Also der Olli, ja? Ja. Der Olli, der wollte dir eigentlich nur einen Tipp geben, was wir heute hier spielen. Ja, das war wirklich nur ein Tipp, ja. Freund. Ja, dann sag's doch einfach, Penner. Ja, ja, ja. Wisst ihr, was wir spielen? Wisst ihr, was wir spielen? Ja, was nein, spielen wir einfach keine nicht, Ahnung. Wenn wir spielen, was spielen wir? Wir spielen. Ach, Ruckzuck!
jetzt reicht es. Lass mich endlich in Ruhe. Auf, ey, du hast doch deinen Assistenten da. Du hast deinen Assistenten. Ja, ich gebe dir gleich eine Assistentin. Hat deinen Assistenten. Olli P. und Olli Po. Finger in Po. Mexiko. Ich sag euch eins, wenn das jetzt hier nicht läuft, dann muss ich zu härteren Maßnahmen greifen. Hat denn seine Assistenten? Hat jemand Mundspülung da? Ich glaube, Herr Pocher braucht ein Glas Mundspülung. Also pass auf, wenn ihr zwei euch nicht zusammenreißt, gibt's nur eine Möglichkeit. Wir laden Harry Weinfurt noch mal ein. Nein, dann werde ich diese Sendung übernehmen. Warum das? Warum? Ja. Ja, weil ich nicht zu Big Brother zurück will, weil ich auf dem Rummel groß geworden bin, weil ich nicht so enden will wie Werner Schulze-Ertel. Olli, was weil ich Jochen, weil ich Jochen Bendel bin. Das reicht. Du kannst zweimal Jochen Bendel sein. Komm, bring den mal bitte weg. Das, ich will nicht mit Mandy von Marzani den Schokoladenbrunnen. Hau ab. Ich will nicht mit Hau den in den Schokoladenbrunnen, so muss es sein. Hau ab. Den will hier keiner sehen. Unglaublich, ey, was klingt denn überhaupt? Keine Ahnung, ey. Ja, er macht hier so einen Schafen, als wenn er mal hier irgendwas moderiert hätte. Sorry nochmal. Tut mir leid. Echt fetter Respekt nochmal an dich. Ey. Echt fette Skills hier und so. Danke. Geht schon. Aber wer hat eigentlich Ruckzuck damals moderiert? Ich habe keine Ahnung, welcher Penner das gewesen ist. Aber ich war mal im Archiv und habe mal ein bisschen nachgeforscht. Und das habe ich alles über Ruckzuck herausgefunden. Herzlich willkommen zu So schön war Ruckzuck. Hallo, ich bin eine Maid, weil meine Datteln größer sind als mein Hirn. Hallo, ich bin eine Maid und ich bin zwar nicht blond, aber trotzdem blöd. Ruckzuck! Und hier ist Jochen Bendel! Erinnern Sie sich mit Ruckzuck-Legende Jochen Bendel an die erste tägliche Gameshow im deutschen Fernsehen. Gehirn ausschalten, angucken, unterhalten lassen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die tollsten Kandidaten mit dem tollsten Teamnamen. Unsere Herausforderer, die Doofen. Da waren ja so Teamnamen dabei wie die fünf Gänseblümchen. Die Donnerschocker, Walterzocker, die Speditösen, die fünf Oberpfalz-Chaoten, die Zelli-Family. Bis zu den fünf geilen Schlampen. Erleben Sie, wie sich Zelli-Family und Co. durch die schwierigsten Begriffe der Welt erklären. Also dann, die Damen spielen jetzt den Begriff Samen. Ist ja eigentlich im Grunde nichts Schlimmes. Da hast du gestern einen Witz von erzählt in der Speiseröhre. Sehr fest. Was fest? Ja. Der Hoden. Punkt. Zack. Ja, nein, und was ist da Dreier? Wenn ein irrigiertes Glied ist. Steif? Ja. Die Vagina anders genannt. Ja. Aber staunen Sie auch, mit welchem sprachlichen Geschick sich die Kandidaten aus den brenzligsten Situationen retten. Anders an sich als Wort. Anders, anders, kuckuck, anders! War das am meist gebrauchte Wort überhaupt in dieser Show? Anders! Oh. Mann, anders! Kannst mit anders. Mach mit den Pings. Anders ist alles. Ja. Auf dem Hals, was ist da? Weiß ich nicht, komm anders. Die Haare. Oben. Bart. Schnurrbart. Du hast deine Ohren dran. Kopf. Jawohl. Lachen Sie sich noch einmal richtig kaputt, wenn Kandidaten an den simpelsten Begriffen scheitern. Einer ist immer dabei, der hat überhaupt keinen Peil. Der weiß nie, worum es geht. Die, wie, Sam. Sam davon lebt Ruckzuck, dass man sich blamiert im Grunde, diese Schadenfreude. Wir können auch nochmal, ich finde das ja immer gut, schau. Es war nur Spaß. Werden Sie Zeuge, wie lammfromme Menschen zu hysterisch schreienden Erklärmonstern mutieren. Tausend! Ja, tausend! Und dann wirst du aggressiv. Luzi! Was du gerade sagst? Schwimmen! Was hast du vorhin gesagt? Ja, sag's halt an! Ich und Adriana tun es auch! Du hast schon gesagt eben! Ratten! Gib Ratten! Mann! Mann! Aber es ist halt echt auch wirklich schwer, wenn der andere so saudumm erklärt. Oder? Wenn man selber so saudumm ist. Ein Hühnchen, der nicht Hühnchen nicht. Sahne, Punkt, Punkt. Püppchen. Sahne, Punkt, Punkt. Häubchen. Ach, zu meinem Sohn, Sahne, Punkt, Punkt. Weiß ich, was du zu deinem Sohn sagst. Ja. Nur Herrn Green. Du hast ein schönes Kleid, ich bin aber dick. Es gibt Punkt, Punkt und Go. Und bewundern Sie Kandidaten mit fast göttlichen Fähigkeiten. Stadt, Österreich, Nockholm, Festspiele, Mozart. Ja! Das fand ich immer auch die schönsten Momente. Wir auch. Und deshalb freuen Sie sich jetzt mit uns. Denn Game Show is coming home. Wir spielen Ruckzuck.
Und zwar mit dem Moderator, der am besten für diese Aufgabe geeignet ist. Der Mann, der wie kein zweiter für diese Show geboren ist. Schießen! Nee, der Wattemob, ich weiß es nicht. Dem einzigartigen, phänomenalen, fantastischen Ruckzuck-Genie. Wir spielen Ruckzuck mit mir, Oliver Pocher. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was für ein Zufall. Glück gehabt. Dann fangen wir jetzt auch direkt an, meine Damen und Herren. Viel Spaß mit Ruckzuck. Hier sind die heißen Mieten mit dem Kater. Mit Sonja Kraus, Moderatorin. Petra Seibold, Stylistin. Florian Odendahl, Schauspieler. Steffi Bauer, studiert BWL. Und Sunny Yu, sie studiert Kommunikationsdesign. Hier sind die Henfries. Mit Hennes Bender, Comedian. Fritzi Bender, Comedian. Hilde Dravelius, Empfangsdame. Ralf Eichenhauer, Kommunalbeamter, und Markus Matern, Marktforscher. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Und sie sind ruckzuck wieder auf Zack. Olli und Olli. Und herzlich willkommen zu Ruckzuck. Wir haben hier zwei Familien, die um den Einzug ins Finale beim Gameshow-Marathon kämpfen. Und ich fange erstmal hier mit meiner Familie sozusagen an. Sehr gerne. Wir haben Sonja hier. Ja, Sonja, aufgeregt? Total. Also ich meine, wirklich aufgeregt, denn so mit Freundinnen und Freunden hier zu stehen, ist halt was ganz Besonderes. Also ich bin jetzt viel mehr aufgeregt als bei irgendeiner großen Supergala, weil eben meine Liebsten hier sind. Ja, ja. Dann würde ich sagen, stell du dich und auch deine Liebsten einfach mal vor. Unser Name? Darf ich jetzt schon? Jetzt geht's los. Hallo, okay, ich bin die Sonja und so. Pass auf. Also das ist ja dein Name, der steht sonst da nochmal drauf. Ah, gut, falls ich es vergesse. Danke, dass du es mir gesagt hast. Hallo, ich bin die Sonja und ich sehe aus wie eine Tussi, aber ich bin noch lang keine Pussy. Ja, ich bin Petra und dass Katzen nicht nur schnurren, werden wir euch zeigen. Hi, ich bin der Florian und selbst das süßeste Kätzchen hat einen haarigen Schwanz. Hallo, ich bin Steffi und wir tarnen uns zwar heute als Kitties, aber wir haben Krallen wie Panther. Hi, ich bin Sunny und ich sage euch, wir schnurren heute am lautesten. Jawohl, wir auch! Ja, da bin ich sehr gespannt. Florian, das mit dem haarigen Schwanz können wir jetzt leider nicht direkt nachvollziehen, aber ja, vielleicht später in der Sendung. Ja? Und dann sind wir sehr gespannt, was ihr hier leisten werdet. Und wir haben hier noch ein zweites Team, das ihr erstmal besiegen müsst, nicht wahr, Olli? Das ist richtig, das ist das Team Hennes. Hennes hat auch Familie und Freunde mitgebracht. Die letzten Wochen waren natürlich ein bisschen hart, die anderen mussten sich noch ins Halbfinale kämpfen. Du warst schon qualifiziert. Wie hast du die letzten Shows erlebt? Ja, ich habe da gesessen. Ich habe die ganze Zeit neben Sonja gesessen, habe gedacht, irgendwie so ist ein scheiß Job, den ich hier habe. Ja, eine Stunde neben Sonja Kraus zu sitzen, das ist schon sehr anstrengend. Nein, aber es war schon sehr aufregend. Das Problem ist, wenn du da sitzt, du kannst nichts mehr machen. Das ist einfach so. Und das ganze Adrenalin, was noch jetzt quasi kurz vor dem Ausbruch ist, pumpt hoch. Und ich war noch nie so aufgeregt wie jetzt neben dir. Das kann aber also auch an dir liegen. Ja, das ist wahrscheinlich mein Achselgeruch. Genau, aber das heißt, du rastest schon fast förmlich aus? Ja, ich bin ein kleiner Vulkan. Kurz vor der Explosion. Dann würde ich dich bitten, dich zuerst und dann natürlich auch, dass sich das Team selber vorstellt. Und bitte, Team Hennes. Hallo, ich bin Hennes und ich mache mich zu eurem Vergnügen hier zum Horst. Ich bin die Fritzi und ich darf endlich mal im Fernsehen albern sein. Ich bin die Hilde, ich bin Oma und ich stehe trotzdem auf Hardrock-Musik.
ich bin Ralf und wir machen den Hennes zum Gewinner. Ich bin Markus und ich wäre heute Abend eigentlich viel lieber bei Tutti Frutti, freue mich aber trotzdem hier zu sein. Das Team Hennes. Lieber Hennes, ich freue mich wahnsinnig, dass ich dein Team betreuen darf. Ich freue mich auch wie Bolle, wer immer das ist. Ja. Ja. Und wir sind natürlich nur diejenigen, die hier die Begriffe in die Runde bringen. Ach, das war jetzt nicht Bolle, oder? Ich habe gedacht, Hennes verstanden. Das hat ein bisschen gedauert. Ich habe den verstanden. Jetzt kommt normalerweise auch der mit Himpels und am Sofa und das alles und Katze Schmitz und so. Das kannst du mir ja gleich noch irgendwie erzählen. Nee, ich habe sein Programm gesehen und auch Teile von rausgeschrieben, deswegen. Ja, und es gibt nur jemanden, der natürlich hier über uns wacht sozusagen. Das ist der Schiedsrichter und das ist nicht irgendein Schiedsrichter. Nein, es ist der Original-Ruckzuck-Schiedsrichter. Günther, bist du da? Ich bin da. Oh, wie geil ist das denn? Wir sind unwürdig. Günther, wo bist du eigentlich? Ich schwebe über euch. Ah, das ist nicht so schlecht. Günther, in wie vielen Tagen hast du die Erde erschaffen? Es waren nur zwei. Ja, natürlich. Es musste ja ruckzuck gehen. Den Gag wollte ich einfach jetzt mal loswerden. Ich schreibe mir den nachher noch auf. Wer ist Günther eigentlich mit Nachnamen? Der ist schwierig. Es ist ein tschechischer Name. Ja, aber du sagst ihn trotzdem. Du machst das ja schon. Podolski? Nee, das ist ein polnischer Name. Neoral. Ja, die nennen dich einfach Günther. Ich denke, so verbleiben wir. Günther, zeig dich doch mal. Nein, er kann. Ich glaube, das wäre nicht gut. Extrem hässlich. Ah, okay, das verstehe ich natürlich. Ja, Günther, bleib lieber da, wo du bist. Okay, gut, dann sind wir auch, glaube ich, bereit. Wir haben den Schiedsrichter vorgestellt. Ja. Und wir spielen ja heute um 4.800 Euro. Das ist die Höchstsumme, die erspielt werden kann. Aber ein bisschen wenig, oder? Für die Zuschauer definitiv zu wenig. Deswegen packen wir schon mal von vornherein 5.000 Euro in den Pott. Es gibt 5.000 Euro plus die maximal 4.800 Euro, die ihr noch erspielt. Also 9.800 Euro, die einer von Ihnen zu Hause gewinnen kann. Und wie das geht? So. Sie müssen hier anrufen und uns diese knifflige Frage beantworten. Was ist das Gegenteil von dünn? Ist es A. dick oder B. Petzokat? 01379 44 15 15. Ach, jetzt habe ich den auch erst verstanden. Naja, macht ja nichts, deswegen bist du ja hier. Bitte wissen, rufen Sie an. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, dann geht's hier los. Dann wird hier endlich gespielt bei Ruckzuck. Bis gleich. Und so geht's hier gleich weiter beim großen Gameshow-Marathon. Gute Stimmung. Gewalt. Lieben Großvater und Papa. Sprachlosigkeit. Meine Bluse ist ziemlich... Wenn wir Geschlechtsverkehr haben, kann man auch sagen, wir... Pornografie. Teresa Orlowski. Und nochmal Gewalt. Ich hau dir eins auf die Schnauze, sag es jetzt. Aber definitiv auch eins wirklich der erfolgreichsten und Lieblingsspiele, die es eigentlich nur gibt. Top-Spiel. Viele wissen gar nicht mehr, wie die Spielregeln hier von diesem Spiel funktionieren. Und zum Glück bist du ja da und hast da ja eine Ahnung von und hast da ja diese ganzen Regeln raufgeschafft. Deswegen erkläre ich noch mal ganz kurz den Zuschauern, wie Ruckzuck funktioniert. Ja, ich habe das hier aufgeschrieben. Bitte. Es dauert jetzt ein bisschen, also wer sieht zu Hause, könnt noch mal kurz auf Toilette gehen. Also, die Teams spielen abwechselnd gegeneinander. Der Team-Captain des ersten Teams bekommt zwei Begriffe zur Auswahl. Er hat jetzt 40 Sekunden Zeit, den gewählten Begriff mit seinem Team durchzuspielen. Anschließend muss die gegnerische Mannschaft den anderen Begriff durchspielen. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wird in der Beschreibung ein Schlüsselbegriff wiederholt, wird automatisch an dieser Stelle abgebrochen und es zählen nur die bis dahin erspielten Punkte. Gesten sind nicht erlaubt. Auch darf in der Beschreibung nicht ein Teil des gesuchten Wortes verwendet werden. Beispiel: Getränk ist gesucht, dann dürft ihr das Wort trinken nicht benutzen. Also ganz wichtig, man darf nichts wiederholen, sonst greift der Schiedsrichter ein. Stimmt's, Günther? Du hast alles ganz korrekt abgelesen. Ja, danke. Alles klar. Fantastisch. Immerhin das klappt. Vielen Dank. Gut, dann legen wir jetzt auch los mit der ersten Runde. Sonja fängt an. Wer würde ich sagen?
Was denn? Also wegen Ladies First, das ist ja, ja, die, was, oh, die Ladies fangen schon mal an. Wir haben hier eine reine Frauentruppe, deswegen Kopfhörer bitte auf. Und dann geht es jetzt los. Wer ist ein Kopf größer als du? Ja, da habe ich ja gar kein Problem mit. Noch. Er hat keine Securities. So, das ist die erste Runde. Zwei Begriffe. Such dir einen aus und tipp drauf. Dann zügig durchaus, das Spiel heißt ja ruckzuck. Ja, alles klar. Du nimmst den Begriff Torte. Der andere ist dann für euch. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Nicht Kuchen, sondern Torte. Hochzeitspunkt, Punkt. Torte. Kein Kuchen, sondern eine. Torte. Haben wir leider schon gehabt, deswegen gibt es für euch 1, 2 Punkte. Das kann sich durchaus sehen lassen. Also ja, spätestens jetzt sollte auch die Aufregung verflogen sein. Dann bitte ich euch, die Kopfhörer aufzusetzen, euch in Fahrtrichtung links zu stellen. Darf ich auch nochmal Torte nehmen oder kriege ich jetzt einen neuen? Du, eigentlich lieber nicht. Okay, bitte mal die Kopfhörer dann wirklich aufsetzen. Okay, Hennes, das ist euer Begriff. Wie viele Sekunden waren das nochmal? 40. Um 40, genau, habe ich ja gerade vorgelesen. Genau, 40 richtig. Sekunden Zeit für dich. Ruck, zuck. Ein Hut kommt in eine Schachtel. Eine alte Frau nennt man auch eine alte Schachtel. Viereckig mit Deckel zum Auf- und Zumachen. Würfel, Abfalleimer. Aus Pappe. Karton. Ja, ähnlich. Pappkarton. Nein. Kiste. Anderer Begriff. Klein. Zigaretten. Würfel. Zigaretten rein. Aschenbecher. Nein, viereckig. Pappdeckel, Zigarette kommt rein. Schachtel. Ja. Deine Oma ist eine alte Das wurde so oder so ähnlich schon gesagt, aber es war großartig. Mann. Ihr habt nämlich 1, 2, 3 Punkte. Schneller klopfen. Halt, Markus, schneller klopfen. Schneller. Erstaunst du, wow. Ja. Das habe ich bei GZSZ gelernt. Ja, hier mit der Drehung und ja, so. Ja. Machst du ja ganz scharf. Ne? Ja. Gut, spielen wir direkt die zweite Runde. Ich muss mir jetzt verkrümeln, ne? Ja, genau. Wir spielen bei euch weiter. Ihr habt weniger Punkte. Genau. So, dann spielen wir jetzt die nächste Runde mit euch, denn ihr habt ja nur 2 Punkte erreicht in der ersten Runde. Und spielen mit dir, Petra. Woher kennst du Sonja? Ich bin Sonja Stylistin. Was hast du alles falsch gemacht in den letzten 6 Jahren? Nichts. Ja. Ach, das gibst du sogar offen zu. Ja, ich hätte ihr noch ein bisschen weniger anziehen können, weil sie ist so perfekt. Oh. Das ist... Und Olli. Entschuldigung. Olli, die Petra weiß, was schlagende Argumente sind, falls absolut. Es dir noch nicht aufgefallen ist. Und wir reden hier gleich noch mit Florian, der dich zusammengebaut hat als Schönheitschirurg, glaube ich. Von daher haben wir das. Wir spielen lieber die nächste Runde, dann wissen wir das. Kopfhörer auf. Und dann sind wir sehr gespannt, welchen Begriff du nimmst in der zweiten Runde. 2 kannst du dir aussuchen. Tipp einfach drauf. Den? Mhm. Okay, dann ist der andere für euch. Euer Begriff in dieser Runde heißt voll. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Meine Bluse ist ziemlich... knapp. Nein, was ist da so Platzangebot? Ja, ist üppig. Anderes Wort? Groß. Nein, wenn nicht mehr viel Platz drin ist. Eng. Ja, anderes Wort? Tight. Nein. Knapp. Nein. Schmal. Nein, es ist einfach Rand. Voll. Ja. Wenn ich besoffen bin, dann bin ich Rand. Voll. Ja. Er hat Rand wiederholt. Den Rand hatten wir. Ich sag mal so, können wir zumindest trotzdem den zweiten Punkt noch so geben, damit es einigermaßen okay ist. Ja. Es geht schon. Sehr schöne Erklärung, wunderbar. Ja, trotzdem gibt es da noch mal 2.
Gnadenpunkte! Du bist im Recall! Ja! Na gut, also wir müssen uns keine Sorgen machen. Okay, dann wechsel doch bitte die Position. Geh du an die hintere, Fritz, sie kommt zu mir. Und setzt euch doch schon mal, die anderen schon mal die Kopfhörer auf. Ich will hören, auf. Was sie sagt. Nein, setz mal lieber die Kopfhörer was? Auf. Ich erzähle nichts Schlimmes. Bist du die Lebensgefährtin oder Ehefrau? Ich bin sogar die Ehefrau. Sogar? Wie lange seid ihr verheiratet? Das ist jetzt peinlich. Neun Jahre. Nein, das stimmt gar nicht. Was? Nein, wir sind 9 Jahre zusammen und 5 Jahre verheiratet. Sehr schön. Das, Doch nicht andersrum. 8 Jahre verheiratet. Oh Gott. Okay, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Deswegen starten wir direkt mit eurer zweiten Runde, Fritzi. Ich raste aus. Gut. Auch für dich die gleiche Zeit. Wie viele Sekunden waren das nochmal? 40 Sekunden Zeit, danke Olli. Und das ist euer Begriff. Es ist nämlich der Begriff Stich. Ruckzuck. Wenn mich eine Biene, dann macht die einen Stich. Ja. Die Sonne scheint mir auf das Haupt, dann bekomme ich einen... Sonnenbrand. Nein. Brandbräune. Die Nadel gibt mir einen... Die was? Die Nadel gibt mir einen... Stich, Sonnenstich. Der Arzt piekst, das ist ein... Eine Spritze, eine Impfung. Nein. Das Gefühl, wenn... Ein Schmerz. Nein. Ein... Der Arzt sagt zum Kind, das... Punkt, jetzt einmal kurz. Tut weh. Ich piek's einmal kurz. Da ist die Zeit vorbei. Stich wäre es gewesen, wenn einer von euch irgendwann im Händes vielleicht die Kopfhörer noch mal dann abnehmen könnte. Das wird schwer. Hennes, eine entspannte Runde, aber ihr müsst euch nicht schämen, denn es sind nicht nur ein, nein, es sind... Wir spielen ja noch 12 Runden, da bin ich gespannt, wie sich das noch aufbauen wird. Und was mich auch immer natürlich wundert, wir sind ja auch hier in dieser Sendung dafür da, das ein oder andere Geheimnis zu lüften. Was läuft eigentlich hier auf diesem Kopfhörer? Und ich möchte mal ganz kurz bitte reinhören, dass ich es mal ganz kurz weiß hier. Das ist ja der letzte Scheiß. Können wir das mal kurz laut machen, dass die Leute das auch hören können? Das ist ja wirklich der größte Scheiß, ist das ja. Gar nicht. Wie geil ist das denn? Das geht gar nicht. Das ist eine Nummer. Sollte man mal covern. Das ist Olli. Olli, Entschuldigung. Sorry. Wie geil ist deine Hand in meine Hand? Du kannst sogar den Test! Wie peinlich ist das denn? Ich sehe deine Hand in meiner Hand und nichts könnte schöner sein. Wir waren das erste Mal allein. Zack, Flugzeug im Bauch. Oder irgendwie so. Oder war das von So bist du? Ist auch Wurst. Jedenfalls ist der Song der letzte Scheiß. Und das können wir den Leuten hier nicht zumuten die ganze Zeit. Deswegen sind Sie auch mal hier aufgefordert, im Publikum vielleicht einen Songvorschlag zu machen, was wir den Kandidaten hier Jukebox-mäßig aufs Ohr legen können. Vielleicht einfach mal reinrufen. Was bitte? Einfach lauter. Was wollen Sie hören? Was? Moment. Hardrock Halleluja? Hardrock Halleluja von Lordi. Hardrock Halleluja von Lordi passt hier, glaube ich, gar nicht rein. Wir können es mal ausprobieren. Mal einfach mal hören, wie das so wäre vielleicht. Hardrock Halleluja. Das wäre, glaube ich, zu krass. Das wäre zu krass. Nee. Das kann man nicht machen. Das macht die Leute eine andere echt Idee. Zu aggressiv. Irgendwas Sportliches vielleicht. Was Sportliches? Was? Schwarz und Weiß. Ja. Sportfreunde Stiller war das, glaube ich. Ich weiß nicht, haben wir das vorliegen? Können wir das mal ganz kurz hören? Reicht, danke. Reicht. Super Song, Gold, hat sich auch 200.000 Mal verkauft, aber sehe ich hier nicht in der Runde. Ja gut. Aber eine Spitzennummer.
Vielleicht immer Stadtspezifisches. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht die Leute noch einen Vorschlag. Was können wir sonst noch machen? YMCA? Ja. Ich weiß nicht, was YMCA mit Köln zu tun hat. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Sehe ich nicht. Wir können es mal probieren. Ja, ich weiß nicht. Haben wir das vorliegen? Gar keinen Fall, nee. Mach ich nicht mit. Kommt bei den Leuten gar nicht an. Na, ist die Stimmung wirklich im Arsch? Da hab ich noch einen. Was denn? Ich mach's einfach vor. Okay, gut. Dann, aber das wird dann noch der Song, den die Leute sich dann anhören müssen. Ich würde es mir so wünschen. Okay. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Wie geil ist das denn? Ich bin gespannt. Michael Jackson kommt? Nein. I've been looking for. Toni Marshall, ja, also hätte ich gerne eigentlich, hätte ich mit Intro gerne mal gesehen. Mit Intro? Okay, okay. Mach mal ganz von vorne, mach das mal ganz von vorne. One morning. Freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Feel the sun goes on. I've been looking for freedom. Das ist alles gesagt. Gut. Ich träume schon davon, Flughafen Köln-Bonn mit vollgepisster Hose. Ja. Unglaublich. Das war doch gestern erst. Mein Gott. Du gönnst mir auch gar nichts. Gar nichts, ehrlich gesagt. Aber du, wirklich. Puh, Kindheitstraum, dass du das erfüllen konntest. Kommen wir darauf zurück, was unsere Zuschauer von welche uns erwarten. Welche Mauer stürzt denn jetzt ein nach dem Song? Ja. Aber komm, egal, dafür haben wir ja den Die. 9.800 Euro können Sie, besser gesagt einer von Ihnen zu Hause, abräumen. Ist das richtig, Herr Pocher? Richtig. Nämlich 5.000 Euro gibt es von uns und derjenige, der im Finale steht, kann bis zu 4.800 Euro gewinnen und dafür müssen Sie diese Frage beantworten. Was ist das Gegenteil von dünn? A, dick oder B, gut? Wenn Sie es wissen, 01379 44 15 15, und vergessen Sie nicht, wir bringen das Geld vorbei. Kurze Werbeunterbrechung und dann spielen wir hier weiter. Zwei fantastische Runden. Ruck, so! Und so geht's gleich weiter. Rollentausch beim Gameshow-Marathon. Wir wollen den Pocher sehen. Wir wollen den Pocher sehen. Und peinliche Promi-Enthüllungen. Das wird der Trend. Man könnte fast sagen, wir sind zusammen groß geworden. Also zumindest einer von uns beiden. Ja, ja. Oh, danke schön. Das ist ja so. Das sollte spannend werden. Olli, bitte. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen irritiert. Also, wie gesagt, es fing ja eigentlich an, die Anfrage des Senders ProSieben bei mir, dass ich hier selber eine große Abendshow moderieren darf. Und deine Disserei geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass du immer noch neben mir stehst. Denn ich habe mit dem Produzenten gesprochen und der hat mir versichert, dass das eigentlich jetzt mal langsam ein Ende hat. Definitiv. Hier, guck dir an. Sehr gerne. Weißt du, und deswegen wäre es total wichtig, wenn ich den Game Show Marathon ganz alleine moderieren würde. Hm? Und was ist mit dem Pocher? Ja,
Der Pocher, ich meine, es geht ja nicht um den Pocher oder mich, es geht ja hier um Deutschland, um die ganze Nation. Für Deutschland. Naja. Hier. Mit ein bisschen Glück könnte ich dir sogar noch einen Schokoladenbrunnen organisieren. Okay. Okay. So, verstehe. Das war also dein Produzentengespräch. Ja. Dann wird mir einiges ehrlich gesagt klar, denn Sie sollten sich mal ganz genau diese Bilder anschauen. Ja, und das wäre jetzt nicht nur für den Sender gut, sondern auch für die ganze Show. Und das ist ja, wo es mir am Herzen liegt. Und was mit dem Pesto-Cut? Ja, der Pizzo-Cut, der kann doch mal Urlaub machen. Ja, ich meine, der hängt ja in jeder Panel-Show mittlerweile rum. Er nervt auch jetzt. Ich weiß es nicht. Nee, doch, also wirklich, das ist ja nicht nur der Show zunutze, sondern auch... Ah, ich treffe. Ich kündige. Was war denn das für ein Vogel? Ja, Kabelhilfe. Ja. Das funktioniert meiner Meinung nach. Waren ja auch nur 8.000 Euro. Mein Gott. Man hat's halt einfach, ne? Ich wollte das wirklich einmal alleine machen. Vor so einem Publikum auch mal vom Fernsehen, von Millionen von Zuschauern. Mal einmal eine Anmoderation alleine, bitte. Ja, ich weiß nicht, ob die Zuschauer das wirklich sehen wollen, ehrlich gesagt. Bitte aber einmal, bitte, bitte. Ja. Bitte. Okay, komm. Ich meine, du kriegst GEMA für Flugzeuge im Bauch. Du konntest Looking for Freedom machen, aber von mir aus mach hier deine Moderation mal. Ich setz mich da vorne hin und dann lass ich die einfach so machen, wie du hier willst. Ist mir persönlich scheißegal. Das ist ja meine Chance. Ich habe ja auch eine eigene Sendung. Ja. Irgendwann mal wieder auf ProSieben. Bitte, dann fang mal an. Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum großartigen Game-Show-Marathon hier bei ProSieben. Langweilig. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben, nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich habe zwei großartige Teams hier, das Team Hennes Bender. Zurück im Container, du Arsch! Ich probiere einmal in meinem Leben, einmal eine anständige... Wir wollen den Pocher sehen, wir wollen den Pocher sehen, wir wollen den Pocher sehen. Ja, Olli, ich hab die Leute nicht aufgestachelt. Es kam ganz von alleine, also wirklich. Dann mach doch selber wieder. Ja, das würde ich auch vorschlagen, ehrlich gesagt. Wenn das Trauerspiel hier auch mal ein Ende hat. Ja? Dann mach du mal schon alleine, ich setz mich dahin. Du, der Sitz ist ja frei, aber jetzt auch keine blöden Zwischenrufe oder so, bitte, ja? Nichts Negatives sagen. Das würde ich nämlich hier echt nicht gut finden. So, endlich mal hier ohne den Plätzokat eine Sendung machen, da freue ich mich. Wir wollen endlich weitermachen mit Ruckzuck, dass ein bisschen was erspielt. Super, wie geil ist das denn, Pochi? Weiter! Ja, dass wir jetzt endlich auch mal weiter... Schalk 2! Ja. Gut, wir haben... Okay. Pocher! 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 Ja. Ja. Du bist der Beste, ich liebe dich, ich bin ja, ein Kind von dir! Kurz, Moment. Ja, ist ja jetzt gut, jetzt haben wir es verstanden. Ja, ist ja okay, dann komm mit, dann machen wir es jetzt zu zweit weiter. Hat ja keinen Zweck, mich hier zu befehlen. Du riechst sehr gut. Ja. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Raterunde. Ihr habt weniger Punkte. Petra, wir verabschieden uns von dir, trotz voller Bluse. Wir kommen jetzt zu Florian. Florian, wie stehst du in Kontakt zu Sonja? Ja, wir kennen uns aus Glücksradzeiten. Ach. Ich war, ja, während der Schauspielschule habe ich... Du bist mein Stammwalker. Ach, das auch noch. Während der Schauspielschule habe ich eben gejobbt bei Glücksrad und habe da ein bisschen einen Fahrer gemacht und den persönlichen... Assistenten. Und was ist aus deiner Schauspielkarriere geworden? Grandios, grandios. 12. April, Premiere im Theater am Dom. Geliebter Feigling. Ich hoffe, ihr kommt alle. Wunderbar. Da weisen wir gerne drauf hin. Und richtig. Am 19. April ist ja dann auch endlich der Vollidiot im Kino mit mir in der Hauptrolle. Und da gehen wir dann alle hin. Bist du auch, ja? Ja, ich bin ein sehr erfolgreicher Schauspieler mittlerweile. So, Florian. Ekelhaft. Was denn? Ich habe nichts gesagt. Sympathisch auch am Ende des Tages. Definitiv. Ich würde sagen, Kopfhörer auf,
dass ihr nichts mehr hört, was ich mit dem Florian jetzt rede. Hattet ihr mal was miteinander? Die Sau, ich wusste es. Okay, komm. Ist doch nicht. Spielen wir die nächste Runde. Sonja hört nichts. Ihr habt zwei Begriffe. Du suchst einen aus und tippst drauf. Du nimmst diesen hier. Dieser hier ist für euch. Ihr habt jetzt den Begriff Sack. Keine Gesten, keine Geräusche und auch nichts zeigen. 40 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Kartoffeln kommen in einen Sack. Männer greifen sich immer an den Sack. Der Nikolaus hat einen großen dabei. Sack. Ja. Sack. Ja. Du gehst mir total auf den Sack. Das sind 1, 2, 3, 4. Fantastisch. Der erste Durchmarsch. Ja, das war wirklich. So gemacht, jawohl. Das war überdurchschnittlich, geht so von euch. So, liebe Fritzi, geht doch bitte an die hinterste Position. Hilde, kommt zu mir. Ihr setzt euch direkt die Kopfhörer auf. Wir wollen keine unnötige Zeit mehr verplempern auf dem Weg ins Finale. Und jetzt aufsetzen, genau. Wir hatten das noch nicht. So, Hilde. Kein großes Vorgeplänkel, das ist dein Begriff, auch für die Zuschauer. Es ist nämlich das Wort Gummi. 40 Sekunden Zeit, ab jetzt ruckzuck. Das Bärchen ist aus. Ein Bärchen zum Essen ist aus. Gummi. Latex ist auch genannt. Gummi. Wenn du keine Kinder haben möchtest, nimmst du ein? Kondom. Na, anderes Wort? Pariser. Anderes Wort? Lümmeltüte. Nein, es sind ja aus Plastik, sondern... Präservativ. Pille. Nein, Pille. Nein. Hat. Nicht aus Plastik. Batman hat ein Kostüm aus. Maske, Gummi. Kleine Bären, die man essen kann, sind aus... Gummi. Aber egal. Es war trotzdem großartig. Es waren nicht ein, nicht zwei, es waren... Gleichstand. Ich mache hier wieder weiter. Florian, vielen Dank fürs Gespräch. Wir kommen zu Steffi. Steffi, auch natürlich bei dir die Frage, wie bist du mit Sonja verbandelt? Ich kenne die Sonja eigentlich schon seitdem wir 13, 14 sind und wir sind zusammen ausgegangen früher in Frankfurt. Wie war das damals in den 70ern? Bisschen später war es, bisschen. 75. Wild, 76. Es war wild. 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 Wie, wild. Was ist fast hier? Wie in den 60ern. Was ist so, wenn Sonja feiert? Wie sieht das aus? Erzähl nicht das mit der Treppe. Nein. Erzähl mal das mit der Treppe. Nein, auf gar keinen Fall. Das kann ich niemals tun. Okay, Kopfhörer auf. Erzähl mal das mit der Treppe. Olli, das kann ich dir nicht was sagen. Was war mit der Treppe? Mensch, wir sind ausgegangen und die Sonja ist die Treppe runtergestolpert. Mitten in den Laden. Man kam rein und man ging die Treppe runter und Sonja, schwupp. Zack, 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 hat's gemacht und unten ist er aufgekommen. Das mit der Treppe. So. Wir kommen jetzt zur nächsten Runde und ich habe zwei Begriffe hier für dich. Such dir einen aus. Dieser hier. Ja. Wie du richtig mutig drauf getippt hast, dann ist dieser hier für euch. Euer Begriff ist jetzt Zukunft. 40 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Ein Wahrsager sagt dir die voraus. Zukunft voraus. Zukunft. Ist die Vergangenheit? Zukunft. Ja. Kinohit in den 80ern. Zurück in die Zukunft. Ja. Du hast bestimmt eine ganz große Punkt als Schauspieler. Zukunft. Und das sind wieder 1, 2, 3. 4 Punkte.
Oh, der feine Herr hat es also nicht mehr nötig, sich da vorne zum Horst zu machen. Das ist korrekt, weil ich jetzt auch nichts mehr besser machen kann als du. Nicht genauso. Ja, okay. Ich kann ja gleich nochmal diesen Überschlag da probieren. Das würde ich gerne sehen. Ja, okay. Ja, genau. Ralf, komm zu mir. In welchem Verhältnis stehst du zu Hennes? Den Hennes kenne ich jetzt seit 20 Jahren. Wir haben zusammen Musik gemacht, zusammen in der Band. Ich bin Trauzeuge von Hennes und Fritzi. Und wir haben zuletzt mit unserer Band noch die Musik für Hennes DVD gemacht. Welches Instrument oder Gesang? Keyboard und Percussion. Und der Hennes? Der Hennes hat die DVD gemacht. Der hat halt die Musik nicht mit Damals hat der Hennes Bass gespielt, ich habe Keyboard gespielt. Ah, sehr schön. Okay, dann bitte die Kopfhörer auf. Ralf, ihr müsst einen Durchmarsch schaffen, um gleich zu ziehen. Ja. Das ist euer... Ja. Ja, ihr liegt in Führung. Oh Gott. Ja gut, das ist der Begriff. Blond, 40 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Ruck, zuck, los. Nicht brünett, sondern blond. Sonja ist von Haaren her blond. Die Farbe deiner Haare, die du früher hattest. Blond. Das ja, waren zu viele Haare. Wurde leider Günther. Ganz kurz mal, was war jetzt genau? Das waren die Haare. Die waren das doppelt. Waren die Haare. Schade, schade, schade. Nicht ein, sondern zwei Punkte. Zwei Punkte leider nur in dieser Runde. Aber das könnt ihr alles noch aufholen, denn wir spielen ja gleich die fünfte Runde und dort geht es um vier Punkte pro richtig erratene Antwort. Also da wird es auf jeden Fall einen Gewinner geben, der dann auch ins Finale einzieht. Stimmt, dabei ja bis jetzt eigentlich egal. Relativ. Ja. Wir werden es gleich erfahren und vorher rufen Sie natürlich an bei unserem Gewinnspiel. Sie wissen, 9.800 Euro sind möglich, wenn Sie uns sagen, was ist das Gegenteil von dünn? A, dick oder B, doof? 01379 44 15 15. Viel Glück, einer von Ihnen kann das Geld gewinnen. Also, kurze Werbeunterbrechung, dann spielen wir hier um vierfache Punkte und es gibt eine Spielrunde mit Olli, P. und mir. Seien Sie überrascht, wer alles dabei sein wird. Also bis gleich beim Gameshow-Marathon. Gleich beim Gameshow-Marathon. Gülcan hat sich für den Strich entschieden. Die nächste Spielrunde bringt Unglaubliches ans Licht. Aber in die Richtung, sonst macht das keinen Sinn. Sonja hat mir ihre Muschi gezeigt. Hosen! Ich hau dir eins auf die Schnauze, sag es jetzt. Teresa Orlowski. Roger, her damit. Nee. Komm, schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ja, wir. Jetzt spielen wir aber in der fünften Runde um vier Punkte pro richtig genannter Antwort. Das heißt, alles ist noch drin. Das Team mit den wenigeren Punkten beginnt. Das ist diesmal das Team Hennes. Dann Ralf, bitte ich dich, nach hinten zu gehen. Markus kommt zu mir. Wie gehört ihr zusammen? Auch in der Band zusammen? Nein, nein, wir kommen beide aus Bochum, aus Bochum-Leer. Da kennt man sich halt. Da kennt man sich, ja, da kennt sich jeder, jeder kennt jeden. Und man könnte fast sagen, wir sind zusammen groß geworden. Also zumindest einer von uns beiden. Ja, ja. Oh, danke schön. Das ist ja so. Das ist ja klar, das sieht doch jeder. Du bist doch viel kleiner. Das sieht doch jeder, was du jetzt gesagt hast. Du hältst dich doch da mal raus, verdammt nochmal. Wer hat das denn vergeigt? Ich. So, das lassen wir so stehen. Bitte die Kopfhörer aufsetzen, in diese Richtung gucken. Die letzte Chance für euch. Das sind die beiden Begriffe. Bitte wähle einen aus. Was? Gut, dann ist der andere für euch. Der Begriff bügeln. Die Zeit läuft. Ruckzuck. Damit dein Hemd nicht glittert, musst du es vorher bügeln. Wenn wir Geschlechtsverkehr haben, kann man auch sagen, ich würde dich gerne, wenn ich zu jemandem hingehe, sage ich, platt machen, anbügeln, aufbügeln, weiß ich nicht, bügeln. Ja. Du machst die Hemden vom Manfred. Ja. Ja. Was?
Das war ein Hemd zu viel. Leider, Günther. Ein Hemd zu viel. Ein Hemd zu viel. Leider, leider. Ist noch Geschlechtsverkehr. Ist ja auch egal. Also 1, 2 mal 4 sind 8. 8 plus 10 sind 18 Punkte für Team Hennes. Gehen momentan natürlich in Führung. Das kann sich jetzt aber ändern, denn der sehr viel schwerere Begriff liegt jetzt bei euch. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank. Dann rede ich jetzt noch mit Sunny ein wenig. Sunny, woher kennst du Sonja? Das interessiert uns. Das sind ja nur hier Knallerfrauen, mit denen du hier unterwegs bist. Sonja. Ich kenne die Sonja auch von früher. Ich kam, glaube ich, aber 10 Jahre, also in den 80ern dazu, mit dem Ausgehen. Also ein bisschen später. Ah, ihr seid so Ausgehmädels, seid ihr? Nein, es gibt sowas, also zwischen Frauen, Olli. Ja. Zwischen Frauen gibt es so etwas, das kennst du nicht, den Begriff, aber der nennt sich Freundschaft. Genau. Freundschaft. Und der existiert schon sehr, sehr lange. Das ist ja das, was Olli und ich ja auch haben. Also von daher, mir ist der Begriff durchaus bekannt. Und was machst du beruflich? Ich habe gerade mein Diplom fertig gemacht und ja. Oh, was hast du diplomiert sozusagen? Kommunikation und Design. Da bin ich gespannt, wie du jetzt kommunizierst. Genau. Und zwar den Begriff, den wir gleich haben fürs Finale. Kopfhörer bitte auf. Es kommt der letzte Begriff. Ihr müsst nur zwei richtig erraten, dann seid ihr automatisch im Finale und natürlich auch im Finale des Gameshow-Marathons. Es lohnt sich also. Und den Begriff hatten die. Dann ist dieser jetzt für dich euer Begriff. Zwei richtige Antworten. Moderator. 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Was bist du vom Beruf aus? Was machst du? Moderatorin. Ja. Ja. Der männlich? Moderator. Ja. Der Olli Pocher ist ein Moderator. Ja. Wenn einer eine Sendung präsentiert. Moderiert. Männlich. Moderator. Ja. Was macht denn unsere Freundin eigentlich beruflich? Sonja? Moderator? Das hatten wir schon, aber trotzdem reicht das. 3 mal 4 macht 12 Punkte, macht insgesamt 24 Punkte, damit seid ihr im Finale. Ihr seid im Finale. Funktioniert das gut? Das hat leider nicht gereicht. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß zusammen. Wir hatten schöne, gute und auch schlechte Zeiten miteinander. Aber ihr geht definitiv nicht leer aus, denn für euch gibt es diesen Trostpreis. Unseren wundervollen Schokoladenbrunnen. Es ist unglaublich. Kalorien zu sich nehmen kann so einfach sein. Rausziehen und abschlecken. Sie schmelzen förmlich dahin. Also, naja, alles bis auf ihre Pfunde. Dieser Schokoladenbrunnen ist der Trostpreis für Hennes und Freunde. Viel besser! Viel besser! Viel besser! Aber du bleibst uns natürlich noch erhalten, die nächsten zwei Wochen, dass wir dich hier in der Runde haben. Und wir haben natürlich auch letzte Woche wieder Preise ausgeliefert. Da haben wir nämlich das Glücksrad gespielt. Dort hatten wir Preise auch wieder in knapp 17.000 Euro Höhe. Ja. Und die haben wir ausgeliefert an einen Gewinner, der hat sich sehr gefreut. Schauen Sie sich das bitte an. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. La 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 la. Hey, ja, herzlich willkommen hier am 24. Dezember, Weihnachten in Bochum. Und wir liefern heute die Preise aus. Das ist richtig. Ja, und zwar zur Familie Totti. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir hoffen, dass wir nicht angespuckt werden. Ja, aber ich könnte vielleicht die Gewinnerin mit einem Kopfstoß begrüßen. Ja. Das würde ich auch nicht so schlecht finden. Und ich bin mal sehr gespannt, ob sich hier wieder sehr gefreut wird. Hätte jetzt auch ein Räuber sein können. Naja. So. Olli, ich muss ein bisschen aufpassen, das ist ja auch alles sehr schwer und wertvoll. Hallo. Sind wir bei den Tottis? Ja. Hallo, Frau Totti. Tag. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Na, wer? Oliver Pocher. Richtig. RTL Explosiv. Wir haben einiges gehört, was in der Nachbarschaft abgehen soll und wollten Sie dazu mal befragen. Hallo, ich bin auch Olli. Ja, komm, das interessiert die jetzt aber gar nicht. Sie haben gewonnen. Ja.
Ich sehe schon, die Freude steht ihm ins Gesicht geschrieben. Wir kommen einfach mal rein. Ja, ich bin die Mutter. Sie sind die Mutter? Frau Totti. Frau Totti? Sehr gut. Hallo, und du bist ja? Tim Neumann. Tim Neumann? Nicht Tim Totti? Nee. Nee. Das ist ja schon mal eine Weihnachtsbescherung. Da sehen wir hier noch. Hier sind ja drei Adventskerzen, haben Sie ja schon angemacht. Ja, die Leute denken, wir bescheißen, weil draußen schneit es auch noch. Das ist ja, hier richtig. Wirklich. Obwohl hier schon teilweise auf Ostern dekoriert ist, wie wir hier sehen. Ja? Also es fallen alle Feiertage. Alle Jahreszeiten gewappnet. Ey, Olli. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das hat er nicht mit Absicht gemacht. Aber da gibt es ja schon mal als Wiedergutmachung dieses wunderschöne, komische Ei. Ich habe Ihnen einen Koffer mitgebracht, liebe Familie Totti. Was ist denn das wohl für ein Koffer? Hm? Reisekoffer. Das ist richtig. Und weißt du, wo die Reise hingeht? Ich habe nämlich eine Reise gewonnen. Weiß nicht, wohin. Ja, also einmal, also es gibt zwei Reisen. Einmal geht es in die Dominikanische Republik und wenn es da nicht so schön war und sie sagen, ich muss noch mal in Urlaub, dann sogar noch in die Türkei. Das war sehr schön, das kenne ich. Ach, da waren Sie schon? Öfter. Aber Sie haben sich wahrscheinlich... Aber Sie ja auch, oder? Oder nehmen Sie, wen nehmen Sie mit? Mich! Ich sag mal einfach ja in dem Sinne. Ja, das ist ja auch das Wichtigste. Und wir würden sagen, wir schaffen jetzt mal alles rein. Ich geh mal die Sachen in die Küche, räumen bis gleich. Bitte schön. Ja. Telefon, ich geh mal ran. Hallo. Wer ist dran? Ich bin die Tante von der Michaela, also die Schwester von der Frau Totti. Ja? Was wollen Sie? Schnorren? Jetzt, wo was gewonnen ist? Jahrelang kam sich nicht gemeldet, ja? Und kaum gibt es hier mal ein paar Preise. Das finde ich echt frech und unangenehm. Rufen Sie nie wieder an. Da muss man mit solchen Verwandten, da muss man wirklich ganz knallhart vorgehen. Was denn jetzt noch? Das finden Sie... Das habe ich ja gar nicht gesagt. Das war der Herr Pocher, ich bin der liebe Olli. Ja. Das war der Herr, natürlich der böse Herr Pocher. Wenn ich mir die mal brennen könnte, das wäre ganz schön. Ta 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 ta! So viele Preise, so viel Glück, so viel Spaß an einem. Kommen Sie rein. Oh, eine Kuckucksruhe, ich werd ja nicht mehr. Ach, guck mal, was tolles Geschirr. Snowboard. Ach, guck mal, das tolle Handy. Das ist klein, ne? Mhm. Noch ein MP3-Player, wie viele MP3? Ey, aber komm, ihr braucht doch nicht zwei MP3-Player. Braucht ihr zwei MP3-Player? Viele nicht, nur Neffen. Nö. Ja. Guck mal, er sagt, die brauchen keinen. Nee, Olli, da merkst du doch einfach... Braucht ihr dieses komische Holzhaus? Ja, Olli, das bringt jetzt auch gar nichts. Da merkst du doch einfach, wenn Leute... Das ist noch ein MP3-Player. Ja. Guck mal, das ist auch ein MP3-Player. Ist jetzt auch gut. Olli, wenn Leute über Nacht hier zu Millionären werden, da zeigt sich der wahre Charakter. Und da musst du dir jetzt gar nichts bei denken. So viele Preise, so viel Glück, so viel Spaß an einem Stück. Jetzt kann Michaela Fahrrad fahren, ne? Ja, vielleicht auch. Nee, ich nicht mehr, du, mit meinen großen Knie, du. Dass jetzt alles so da ist, also, ist schon toll. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, wirklich. Werkzeugkoffer, Fernseher und diese Statue. Also wirklich, oft denkt man, ja, es ist scheiße dabei, aber diesmal nur Glück gehabt. Für Lukas, ja. Ne? Genau. Lukas hier mal. Ja. Ja. Für wen? Lukas. Wer ist denn das? Dein Bruder? Wie alt ist der? 7. Ah, okay. Er geht in die zweite Klasse, stimmt's? Ja. Nee, im ersten jetzt Nein. wieder. Nein, in die zweite. 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 Es gibt gleich kein Geschenk hier mehr, wenn du noch weiter hier so rumzickst. Erst sind wir wieder zurückgekommen. So, alles klar. Für jedes Widerwort nehmen wir einen Preis wieder mit. Nee, jetzt soll ich schön lieben. Ja, ganz kurz, eine Frage natürlich noch. Totti, sind Sie Italiener oder haben einen Italiener geheiratet? Mein Vater war Italiener. Dein Vater war Italiener? Ach, ich verstehe. Deutschland, Italien, für wen sind Sie da gewesen beim Halbfinale? Für beide. Für beide? Ja. Ich für Deutschland. So, deswegen sind das auch alles Ihre Preise. Schade, dass Sie nichts gewonnen haben, denn Sie haben ja angerufen. Also. Ich habe auch auf Deutschland gewettet. So, das kannst du dir nämlich jetzt schön was aussuchen. Nintendo. Also, ich wünsche viel Spaß mit den Preisen. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben wieder mal
zwei Leute sogar glücklich gemacht, plus die Verwandtschaft. Sogar sehr. Ja? Ja. Drei. Nintendo. Ja, und noch den Sohn. Also, alles wunderbar, zurück ins Studio. Hinter der Bühne macht sich schon mal ein bisschen fertig fürs Finale, was wir in wenigen Minuten spielen werden. Und ich habe mir gedacht, ich wollte einmal auch, weil Ruckzuck wirklich, das kann man wirklich sagen, eines meiner Lieblingsspiele ist, gegen dich hier mal spielen. Ja? Und da habe ich mir ein Team zusammengestellt mit absoluten Cracks hier. Ja? Wirklich die Creme de la Creme, Leute, wo ich denke, ja, da ist Hirn, aber auch Optik vorhanden, bis auf meinen Vater. Und bei dir habe ich so ein Team zusammengestellt, wo ich dachte, für einen Punkt sollte es immer mal gut sein. Deswegen habe ich Gülcan auch gleich nach vorne gestellt. Ja? Und ich würde sagen... Jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Ja, weswegen dachtest du denn? Ich dachte, du hast hier die lustigen Leute hingestellt. Ja, richtig, das ist der wahre Grund, Gülcan. Und jetzt brauchen wir nur jemand Unabhängiges, der es moderieren kann. Jörg Träger. Nee, der war jetzt schon hier. Was ist mit... Frederik Meissner? Harry Weinfurt? Walter Freiwald? Den Türk könnte man doch jetzt mal wiederholen. Nee. Nicht? Hier, wie hieß der denn da vom Anfang, dieser Jürgen Dendel? Jochen Bendel. Dann macht es der doch am besten. Meine Damen und Herren, wo ist denn Jochen Bendel? Ja, ich muss mich wirklich bei euch bedanken. Ja? Oh, nein, weil ich hatte gerade eben die großartige Chance. Du weißt ja gar nicht, was ich hinter der Bühne gerade gemacht habe. Was hast du gemacht? Es war großartig. Sag es schnell. Ich hab's. Sonjas Muschi gesehen. Also sollst du es doch... Ja, ich hab Sonjas... Sonja hat mir ihre Muschi gezeigt. Ja. Oh. Ich liebe es. Das ist nämlich der Talisman von Sonja, unserem Gewinnerteam. Den stellen wir heute. Und da fragt man sich, warum du nicht mehr im Fernsehen arbeitest, was? Bitte was? Ja, dann müsst ihr hin. So. So, wo steht ihr eigentlich? Mit welcher Mannschaft fangen wir an? Wir sind die Captains. Ja, ihr müsst euch jetzt, ihr müsst alle mal aufrutschen. Wir sind die Captains und ich möchte gerne auch, dass wir richtig vorgestellt werden. Es geht ja eigentlich, ihr müsst euch richtig vorstellen und so. Ja, gut, dann fangen wir mit der Mannschaft mit den meisten Mädels, das ist ja deine Mannschaft, sehe ich gerade, ne? An. Dann stellt euch doch mal bitte unseren Zuschauern. Wo ist unsere Kamera? Immer die mit dem roten Lämpchen. Das ist wie in Hamburg, weißt du, wenn man da über diese Straße geht. Okay, und los geht's. Hallo, ich bin der Olli und dem Petzokat zeige ich's gleich. Ja, und ich bin der Gerd, ich bin der Vater vom Olli und wir wollen mal gemeinsam hier loslegen. Hallo, ich bin der Kai und ich wäre wahnsinnig gerne auch im Finale gewesen. Ja, hallo, ich bin der Di und ich hoffe, ich verliere nie. Hallo, ich bin die Marina und ich hoffe, wir gewinnen heute. Also ihr habt euch ja eingegruft, ihr habt ja geübt, ihr habt ja fleißig geprobt, ihr kennt die Spielregeln, keine Gesten, keine Geräusche, keine Erklärung in der Fremdsprache und im Dialekt. Für Gülcan noch mal etwas langsamer, keine Fremdsprachen, keine Geräusche und gar nichts im Dialekt. Und der Schiedsrichter drückt einmal auf dieses Ding. Und meldet sich nochmal. Günther, ist bei dir alles bereit? Alles okay. Er hat Nummer zwei vorher getrunken, dass er das jetzt durchhält. Ihr setzt gleich die Kopfhörer auf und du darfst aussuchen. Kopfhörer bitte aufsetzen, die grünen Dinger. Ja. Das sind ja übrigens die original Magnum-Kopfhörer. Ja, das ist richtig. So alt sind die schon. Papa, in die Richtung, sonst macht das keinen Sinn. Einmal rum. In die Richtung. Das ist eine tragische Familienangelegenheit. Okay. Aber er ist froh, dass er auch mal rauskommt einmal. So, jetzt schauen wir da drauf. Das sind die ersten zwei Begriffe. Nur draufdeuten. Den hier. Schwanger. Ihr bekommt den anderen. 40 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Du hast so einen Bauch, dass man denkt, du wärst Punkt, Punkt, Punkt. Spanner? Ja, weiter! Nein! Bauch! Du hast so einen Bauch, dass man denkt, du wärst... Dick? Nein! Hat er schon gesagt? Hat er es gesagt? Ja, hat es gesagt. Ja, schwanger ist richtig. Eine Frau, die ein Kind kriegt, ist... Schwanger. Ja, zwei Punkte Tempo. Deine Freundin ist gerade... Schwanger! Ja! Was? Was war jetzt? Zeit aus. Zeit vorbei! Ja, wir haben schwanger gesucht.
Und wir haben erfahren, dass Gerd schwanger ist, aber das ist nur ja, eine Notiz am Rande. Das ist wirklich mein Vater. Ich möchte das gerne beweisen. Kennen Sie diese Sendung Besser Essen? Da gibt es immer diese Computeranimation, wenn man sehen würde, wenn man richtig zulangt, wie man 30 Jahre später aussieht. Dachte, das wäre. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, wie man das macht. Klar. Ja, so. Drei Punkte. Ich habe erst gedacht, du hast Jörg Grabosch mitgebracht, aber dann habe ich doch wieder... Ey, da hat man auch was mit dem als Sohn, oder? Nee, er hat früher die Klitschkos gemanagt. Musst du viel Geld bezahlen, dass er ruhig hält und nicht an die Presse geht oder so? Nee, eigentlich nicht. Es hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen. Wir zahlen noch in Lire. Richtig. Ja, ich würde ihm schon was abknöpfen, ich meine. Also ich finanziere ihn jetzt mal ganz entspannt wirklich? Bleiben. Ja, also deswegen. Machen wir doch alle. Olli, eure Vorstellung, bitteschön. Ja, schade. Ich habe sehr viel Zahnfleisch. Warum, das zeige ich gleich. Hallo, ich bin die Gülcan und ich bin schlau wie ein Glühwürmchen und gerb wie ein Zäpfchen. Hallo, ich bin der Marek und endlich darf ich hier auch mal mitspielen und nicht nur Preise präsentieren. Hallo, ich bin die Angela und wir werden heute gewinnen. Hi, ich bin die Nathalie. Obwohl wir Assistentinnen ganz gut aussehen, hoffe ich, dass wir nicht ganz blöd sind. Ja, das wird sich gleich zeigen. Ich meine, es ist überhaupt kein Problem. 4 Punkte, wenn ihr, ja, mit 4 Punkten habt ihr die Runde gewonnen. Setzt am besten gleich die Kopfhörer auf. Okay. Mein lieber Oliver. Oh, Entschuldigung. Ich habe einen wunderschönen Begriff für dich, den der Herr Pocher übrig gelassen hat. Doch nicht etwa... Zäpfchen, oder? Definitiv. Gibt es einen Schalter, wo man sie ausstellen kann? Ich glaube leider nicht. Nicht, okay. Wir wollten wir mal wollen gucken, testen, ja, weiß, ob du reagierst. Oh Mann, Leute, ich bin schon so aufgeregt. Dann heißt der Begriff jetzt. Danke, Olli, für meine Teamzusammenstellung. Okay, gerne, scheint ja zu klappen. Hat er wieder gut gemacht, ne? Poesie, was ist das denn? Poesie, 40 Sekunden Zeit, Druck, zuck. Ja, ja. Gülcan, ja, Gedichte und so Zeug, alles Wort dafür. Poetisch, Poet. Nein. Gedicht, Lyrik. So ähnlich, also die ersten die, zwei waren die, schon... Die, nicht, 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 ja? Nicht du, sondern du sagst ja nicht du zu jemandem, sondern... Sie, die siezen, die posen. Ich hau dir eins auf die Schnauze, sag es jetzt. Welche? Boi, hast du schon gesagt. Poesie. Ja. Ja. Oh Gott. Oh, das ist ein ganz schweres Wort, das würde ich nie benutzen. Ich würde sagen, oh, das ist aber nett. Keine Gesten. Das ist aber, das sind Wörter aneinander, die wunderbar klingen. Dann sagt man, ach, das ist ja wie in meinen Ohren. Melodie? Ja, kann sein, dass die Zeit vorbei war oder so, aber oder? Das ist viel zu schwer, das Wort. Poesie? Poesie? Also, bitte, jetzt mal im Ernst. Also. Kauf dir mal einen Duden. Ein Punkt gibt's. So. Okay. Also, ganz schnelle Runde. Kelle, wechseln. Ganz schnelle Runde. Gut. Okay, es geht mit, aber es geht mit euch weiter. Ich kein Problem. Hast du gut bekommen. Gemacht. Achtung, Ruhe bitte. Okay. Gleich die Kopfhörer wieder aufsetzen. Du darfst jetzt aussuchen. Es war scheiße schwer. Zwei Begriffe. Das ist ja doof. Das ist gar nicht doof. Am Moment. Ja, schneller. Moment, ich nehme... Nochmal, tief durchatmen, Augen zu. 21, 22. Ich muss ganz kurz nachdenken. Ich will gar... Das ist so schwer. Mensch, nimm einen Begriff. Okay, den. Gott, Gülcan hat sich für den Strich entschieden. Nun. Was ist? 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Ich gehe auf dem... Laufsteg, Zehenspitzen? Nein, wenn ich eine Bordsteinschwalbe wäre, dann müsste ich auf dem Punkt gehen. Wenn ich mit dem Popo an der Wand stehe in Hamburg, ja? Dann gehe ich doch auf den Strich. Ja! Super! Anderes Wort für Linie? Ja. Lied, Punkt, Punkt, Punkt. Bitte? Lied, Punkt, Punkt, Punkt. Bei den Frauen. Ah, Liedstrich. Zweite nur, ne? Zweite nur. Eine Frau geht auf den Punkt, Punkt, um Geld zu verdienen. Ah, ich glaube, Günther, da war gehen doppelt, ne? Und die Frau. Frauen gehen auf den Strich. Ja, ja immerhin zwei. Nun, Gerd. Ja, natürlich, ich freue mich sehr. Ihr habt schon durchgegeben. Ja, komm, also habt ihr mal geguckt? Es steht Zeit unter eine richtige Antwort. Gerd macht aber das jetzt. Aber wir machen schon ganz durch. Wollt ihr ganz durchspielen? Wir machen durch, wir gleich noch einen wenn in ihr der Zeit. Kopfhörer auf. Ob ich wenn ihr das kann. Schafft. Ja, ich auch. Gerd, ja. Du bist Fachmann in Sachen Fernsehen. Dein Begriff heißt SpongeBob.
Da weiß ich gar nicht, was du das ist. Du hast insgesamt 40 Sekunden Zeit. Oh. Patrick, wo ist meine Muschi? Oh Gott, Patrick, ich bin total begeistert. Dann die Muschi steht auf dem Tisch. Darf ich erst mal fragen, was das ist? Was das ist, SpongeBob? Ja. Das ist der Schwammkopf. Welcher Schwammkopf? Nein, keine Tipps hier. Keine Tipps, Junge. Kenne ich gar nicht, die Sendung. So. Jochen! Ja, ich muss doch mal. Ist ja auch die Senioren. Wir haben zwei Jahre zusammen Fernsehgeschichte geschrieben. Hörst du bitte auf? Und das ist alles vergessen. Und wo läuft die? Auf bitte Sender? Was? Auf welchem Sender? Jetzt ist doch mal gut. Bei Theresa Orlowski. 40 Sekunden Zeit. Ruckzuck. Zeichentrickserie. Ja, das war ja toll. Ja. Soll ich jetzt anfangen oder was? Ja. Simpsons. Nein. Wo läuft die? Simpsons. Theresa Orlowski. Theresa Orlowski. Hat man mir gesagt. Ich hab keine Ahnung. Spangelfritz. Was? Spangelfritz. Was ist denn? Buchstaben vertauschen. Spangelfritz. Ja, was weiß ich denn? Spangel. Ja. Erklär doch mal, was Mensch ein Punkt. Ja. Oh. Ja. Leute, wisst ihr, was ist das denn? SpongeBob. Oh, Alter. Ja, was hat Theresa Orlowski noch mit dem Titel gesagt? Zeichentrickserie Theresa Orlowski. Was? Ananas? Hat Theresa Orlowski was mit einer Ananas zu tun? Hat Theresa Orlowski was? Ja. Nein, es war SpongeBob. Ja, Ananas unter Meer. Wer ist wohnt Theresa da? Orlowski. Was? Aber SpongeBob wohnt unter mir in der Ananas. Genau. Ja, so heißt er. Ja, genau. Da ist er. Der hätte es nur sagen müssen. Ja, sag doch einfach. Fantastisch. Ja, aber Thaddäus ist nicht draufgekommen. Nee. Olli, sagen wir unentschieden, lassen wir dazu stehen. Ich würde sagen, unentschieden, da kann ich sehr gut mit leben. Ja, dich holen wir wieder aus dem Heim zu Weihnachten ab. Und wir gucken jetzt einfach mal, was Sie alles gewinnen können bis zu 9.800 Euro. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten... Wir müssen uns noch bedanken. Ja, das machen wir gleich. Die Frage ist, was ist das Gegenteil von dünn? A oder B? Gerd, wenn Sie es wissen, 01379 44 15 15. Wir sehen uns gleich nach der Werbung mit dem großen Finale. Vielen Dank an meine Teams. Papa, wunderbar gemacht. Großen Applaus für Jochen Bendel. Jochen Bendel, bis gleich beim Finale. Gleich beim Gameshow-Marathon. Lieben Großvater, Papa! Alles hat seinen Preis. Was hat das jetzt gekostet? Und Sonja Kraus spielt gleich um den ganz großen Preis. Astro 7 fliegen ab jetzt die Fäuste. Und wir präsentieren die Boxstars von morgen. Jung, wild und hungrig auf Siege. Sebastian Köber kämpft im Schwergewicht. Sebastian Spick kämpft um die WBO Interkontinentalmeisterschaft. Susi Kentikian, die Killer Queen, kämpft um den Weltmeistertitel. Eins ist sicher, das ist Boxen. Und noch eins ist sicher, ich bin der Experte. Die ProSieben Fight Night, präsentiert von Regina Halbig und Stefan Raab. Freitag, 20.15 Uhr. Tickets unter show.pro7.de. Marathon mit Sonja und ihren bezaubernden Mädels und dem einen Jungen. Und ja. Apropos bezaubernd, wie kommt eigentlich so eine freche Pupsbacke wie du zu so einem niedlichen Papa? Und ich soll dir auch noch einen schönen Gruß ausrichten? Oder warte mal, so? So und lieben Gruß vom Papa! Was hat das jetzt gekostet? Für den Papa war es umsonst. Ah, halt okay, verstehe. Nein, ich liebe doch meine Eltern und vor allem meinen Vater. Ja, das hat man gemerkt. Ja, so ein bisschen Spaß muss man ja abkönnen, ja? Ja, ne? So, meine Damen und Herren, wir
sind jetzt im Finale. Du bist auf jeden Fall auch schon im Finale vom Game Show Marathon. Ja, juhu, ich bin total begeistert. Mein Gott, Blond setzt sich durch. Schon mal fest. Und jetzt wollen wir natürlich die letzte Runde spielen. Und viele können sich auch nicht mehr an die Spielregeln erinnern. Dafür haben wir wieder mal den Olli da. Genau, ich probiere das möglichst fehlerfrei vorzulesen. Im Finale spielt das Team 3 Runden. In jeder Runde müssen zu einem Oberbegriff vom Teamkapitän 4 passende Begriffe gewählt werden. Jedes Mannschaftsmitglied hat jetzt nacheinander 5 Sekunden Zeit, diese zu erraten. In der ersten Finalrunde gibt es für jeden Begriff 100, in der zweiten für jeden 200 Euro und in der letzten Runde wird das bis dahin erspielte Geld mit der Anzahl der erratenen Begriffe multipliziert, sodass insgesamt ein Gewinn von 4.800 Euro möglich ist. Plus die 5.000 Euro, die wir schon drauflegen. Okay. 9.800 Euro wären möglich für unsere Zuschauer. Ihr habt's verstanden? Ja. Wir tun unser Bestes. Ihr seid bereit? Dann ja, macht das genauso bezaubernd und fantastisch, wie es eben gerade gemacht hat. Dann an die Kopfhörer ran. Olli begleitet euch. Sieht zu, dass ihr die Kopfhörer aufsetzt auch. Und dann kann ich dir den ersten Begriff im Finale zeigen. Olli, alles wunderbar? Ja, ich wollte nur auf. Ja. Der erste Begriff ist Rotkäppchen. Ach Rotkäppchen. Du Scheiße. 4 Begriffe dazu, bitte. Okay. Märchen, Sekt, böser Wolf. Das waren 3. Sekt. Nee, es gibt doch auch den. Der Rotkäppchen-Sekt, der leckere. Das wissen meine Mädels. Sowas kennen die. Also, was habe ich gesagt? Böse Wolf, Märchen. Günther, was haben wir bis jetzt? Alles okay, oder? Märchen, Sekt, böse Wolf, alles okay bis jetzt. Okay, ja. Also brauchen wir noch einen 4. Helft mir! Oma, Großmutter! Großmutter! Großmutter, okay. Dann haben wir die 4 Begriffe. Großmutter, ja. Okay, alles okay für dich? Günther, alles okay für dich? Okay. Alles klar. Ich liebe dich, Günther. Dann spielen wir die erste Runde. Musik bitte aus. Kommt zu uns nach vorne. So. Wir haben den ersten Begriff. Sonja hat hervorragende Begriffe ausgesucht. Rotkäppchen. 20 Sekunden Zeit, jeder 5 Sekunden. Ruck, zuck. Rotwein, Oma, Körbchen, Wald, Wolf, Märchen, Brüder Grimm, Hänsel und Gretel. Nee. Fressen, Zähne, beißen. Petra. Kuchen. Da. Oh, das macht ja das gar hat nicht. Dir Spaß gemacht. Gar kein gemacht. Problem. Da fehlte was. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Begriffe fehlten. Was fehlte denn? Sekt, böser Wolf und Großmutter. Nur einen einzigen richtig. Aber immerhin 100 Euro erspielt. Naja, okay. Hoffen wir auf die zweite Runde. Da muss es definitiv besser werden. Zurück an die Kopfhörer. Okay. Okay, jetzt aber. Okay, jetzt aber. Das muss jetzt was werden. Mein Gott, dass sie nicht auf Sekt gekommen sind, ich bin echt enttäuscht. Das aber immerhin wurde Rotwein gesagt. Ja, Rotwein. Ja, der leckere Rotkäppchen. Meine Mädels Rotwein. Kennen sich damit aus. Naja. Okay. Vielleicht wird es jetzt besser. Der zweite Begriff ist dieser hier. Napoleon. Frankreich, Kaiser, helft mir. Französische Revolution geht französische auch. Französische Revolution. Was? Kleiner Mann. Bonaparte kommt von Heller. Genau. Bonaparte. Bonaparte, danke schön. Bonaparte, das war's. Was sagst du, Günther? Elba. Insel Elba. Elba. Haben wir noch einen? Brauchen Nein, wir noch? Elba, da kommen die nie drauf. Ne, wir haben 4 eigentlich, wenn du okay bist. Frankreich, Kaiser, Französische Revolution und Bonaparte. Okay. Haben wir 4 Begriffe? Meine Französisch ist ein bisschen arg. Aber klein hätte ich auch. Also war ja auch nicht so groß. Du, die Mädels wissen das. Scheiße, weißt du, hätte ich nur so machen müssen. Ach, okay. Shit. Musik bitte aus. Mit einem Applaus geht es nach vorne. Jetzt wird es geschichtlich. Ich bin sehr gespannt. Achtet immer bitte aufs Zeichen, dann sind die 5 Sekunden weiter. Nicht, dass ihr da durcheinander kommt. Der zweite Begriff ist Napoleon. Oh Gott. Wieder 20 Sekunden Zeit, ruckzuck. Frankreich, König, Kaiser, Kranz, Rom, Römer. Typische Handbewegung, Hand in der Tasche. Bonaparte, Josephine, Krieg, Kriegsherr, Bayern. Desiree, Klein,
Komplex. Ah. Was hat gefehlt? Französische Revolution. Ja, okay. Französische Revolution hat gefehlt, aber drei Begriffe richtig sind 600 Euro darauf. Dazu machen Sie 700 Euro. Das Ganze werden wir jetzt vervierfachen im Idealfalle. Keiner also, mein Nerve. Geht zurück an so. Eure Kopfhörer. Jetzt ich zeig das nochmal kurz. Letzte auf Runde. Ganze, auf Ganze. Jetzt bin ich gespannt auf den letzten Begriff, den wir hier jetzt spielen bei Ruckzuck. 700 mal 4, 2000. Das ist jetzt im Kopf auch nicht so schnell. Doch, 2800 Euro ja. sind möglich. Ach du Scheiße. Arche Noah. Ihr habt es ja nicht mal alle. Also, nein, das war noch kein Begriff. Also, das ist ein, die Arche Noah ist ein Boot und dann kam die. Arche Noah ist ein Boot. Genau, dann kam die Sintflut und. Die Arche Noah gab es während der Sintflut. Genau, und da waren ganz viele Tiere drauf. Auf der Arche Noah waren ganz viele Tiere genau. drauf. Und, ganz viele Tiere drauf ist der Begriff. Nein, nach Tiere. Oh, also, Tiere. Und das letzte, das Ganze fand statt in der Bibel. Gut, was meint ihr gut? Ja? Ist auf jeden Fall zu schaffen. Es geht um 2800 Euro. Günther, ist das alles so korrekt? Perfekt. Ach, super. Perfekt ist sicherlich was anderes, aber wir schauen mal. Musik bitte aus. Kommt nach vorne. Seid ihr alle bibelfest? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wir sind sehr gespannt, denn euer Finalbegriff, bei dem es um 2800 Euro geht, ist, 20 Sekunden Zeit gleich, ruckzuck, Arche Noah. Bitte. Bibel, Tier, Tiere, mit der Bibel, Schiff, Boot, Bootsfahrt, Fluss. Altes Testament, Neues Testament, Tiere, Hörner, Giraffen. Sintflut. Fantastisch gemacht, aber ganz ehrlich, ich habe ja mindestens den Zuschauern schon 5000 Euro versprochen. Wir können jetzt nicht mit 2800 und 5000 jetzt hier nach Hause bringen. Ich finde, wir spielen noch eine letzte finale Runde für die Zuschauer. Natürlich. Und wir werden das Ganze jetzt nochmal multiplizieren, so oft ihr jetzt, beziehungsweise mit der Anzahl der richtigen Antworten, die ihr zum letzten, wirklich letzten nennt, okay? Strengt euch an. Also es geht für die Zuschauer bis jetzt fantastisch gemacht, deswegen nochmal zurück an die Kopfhörer. Ein letztes Mal an die Kopfhörer. Wir spielen noch eine letzte Runde, wir geben noch einen drauf beim Game Show Marathon. Ja, die Sendung heißt Game Show Marathon, weil man sie sehr lange macht. Ja, meine Damen und Herren, bleiben Sie entspannt, auch bei ProSieben. Gleich kommt Lost. Genau. Ist noch, heute kommt das Flugzeug. Heute ist das Flugzeug wirklich da. Oh, wie geil ist das denn? Super. Und dann nicht vergessen, danach noch TV Total, da schalten viele mal aus. So, meine Damen und Herren. Musik läuft. Der letzte Begriff, solltest du dich auskennen, ist dieser hier. James Bond. Okay. Also, James Bond ist auch bekannt als 007. 007. 007. Gespielt wurde James Bond von Jean Connery. Jean Connery. Oder von Sean Pütz. Jean oder Connery. Von Jean Reno. Dann, oder von Jean Mamarein. Oder, ist auch wurscht, egal. Okay. Also der hat ihn viel reingemacht, so viel können wir schon mal sagen, ja. Dann hat Roger Moore hat den auch gespielt. Roger Moore. Und er hat war der ihn, nicht bei As-5? Nee, und es hat ihn, der neue auch, dieser steile Zahn, dieser Fächer, heißt Der neue, David. Der steile Zahn, der Fächer. Craig David. Heißt der Craig David? Das ist doch wieder... Daniel Craig. Craig David ist der Sänger. Daniel Craig. Hat der da nicht auch mitgespielt? Und der hat auch mitgespielt. Und dann gab's noch... Du kannst weiter erzählen, aber wir brauchen noch viele Begriffe. Pierce Brosnan und Halle Berry war ja auch super. Und also sag jetzt, entscheide ich. Nee, Oscar. Also ja, nee, die Jungs. Ich nehme die Jungs natürlich. Also Roger Moore, Sean Connery, Craig David. Und 007. Oder Daniel Craig. Das war ja der Sänger. Ich wollte deinen Gag nochmal aufnehmen. Danke, Olli. Günther, alles okay? Alles okay. Wir sind gespannt. Musik bitte aus. Dann spielen wir jetzt die letzte Runde. Das schafft ihr. Ich bin da fest von überzeugt, wenn es das Ganze mal 4 gibt,
dann sind das wie viel Euro? Ich habe keine Ahnung. Wie viel sind 2.800 Euro mal 4? Das müsstest du doch wissen. Ja, dann rufen Sie jetzt an, 0130. 9.600. 9.600 mal 4? 2.800 mal 4 sind 9.000. Ja? Gott sei Dank. Das ist eine Rechenaufgabe für Sie zu Hause. Okay, egal, es gibt eine Menge Geld. Ich sag jetzt einfach mal 10.000 Euro. Okay. So. Mehr. Der letzte Begriff, den wir jetzt hier haben, ist James Bond. Ruck, zuck. 007, John Connery, Pierce Brosnan, Cocktail, Schauspieler. Bond-Girl, Ferrari, Casino Royale, wie heißt der Knabe? Wie heißt der Schauspieler? Aston Martin, Gimmicks, Gold Girls. Craig. Nicht ganz alles richtig. Und wir gucken auf, Roger Moore war nicht mit dabei und Daniel Craig. Das heißt 2.800 Euro mal 2 sind 5.600 Euro. 5.600 Euro, ist egal. Meine Damen und Herren, wir machen es ganz einfach so. Wir geben Ihnen einfach, wie versprochen, 10.000 Euro. Was soll das für die Zuschauer? Kommt nach vorne zu mir. 10.000 Euro. Im Finale definitiv. Richtig. Wenn wir den zweiten Finalisten herausfinden. Sehen wir auch hier in unserem Marathon-Schema. Nächste Woche das zweite Halbfinale zwischen Bibi und Hella. Marathon-Champion. Sie müssen vielleicht auch nur einmal anrufen, um 10.000 Euro zu gewinnen. Und das geht's nämlich so. Das ist die Frage, was ist das Gegenteil von dünn? A tippen, B ruf. 130, 9, 44, 15, 15. Ich würde auf A tippen. Also anrufen. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim zweiten Halbfinale. Vom Game Show Marathon. Vielen, vielen Dank, Olli. Bis nächste Woche. Tschüss. Echt ganz gut, ja. Ja, war schön. Sehr schön. Gut, dann jetzt das entscheidende Spiel. 40 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Okay. Ruck, zuck. Zuck. Oh, na ja. Oh, das ist schön. Oh, das ist geil. Oh, Scheiße. Oh, warte. Oh, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Der will nicht. Warte. Oh, erster. Mist. Oh, sensationell, du. Tja, mal wieder gewonnen. Danke.